Ja, Herr Hässler, 7 Punkte aus 6 Spielen, 11. Platz. Sieht bisher noch nicht nach Durchmarsch in die Berlin-Liga aus. Woran hapert es bislang? Ja gut, wir sind gut gestartet und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt seit mehr als 3 Monaten bekommen die Spieler, wir Trainer, Betreuer kein Geld, weil die Investoren von heute auf morgen nicht mehr gekommen sind und haben uns mehr oder weniger sitzen gelassen. Und da musst du erstmal versuchen, die Mannschaft zu motivieren, was noch anfangs ganz gut geklappt hatte. Hat man dann gemerkt gehabt, dass es dann à peu ein bisschen nachgelassen hat. Deswegen haben wir auch die letzten 3 Spiele in der Meisterschaft verloren. Und es ist natürlich nicht einfach für mich als Trainer, eine Mannschaft zu motivieren, die ihren Job zwar macht, aber dafür nicht belohnt wird. Sie haben es angesprochen, wichtige Sponsoren sind abgesprungen. Wie sehr ist das Projekt Club Italia in Gefahr? Ja, wir schauen jetzt nach. Präsident und Sportdirektor suchen händeringend nach Sponsoren, die hier gerne uns unterstützen sollten oder wie auch immer wollen. Jedenfalls im Moment sieht es so aus, dass wir auf einem guten Wege sind. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenbleibt, dass wir versuchen jetzt, solange da noch nicht alles geregelt ist, trotzdem diszipliniert aufzutreten in den Spielen, um das Beste zu geben. Die Spieler tun es ja in erster Linie für sich, sage ich mal, dass wenn sie gute Leistung bringen, andere Vereine auf sie aufmerksam werden. Während, falls das hier den Bach runtergehen sollte, dass sie dann vielleicht zur Winterpause schon sich einen anderen Club suchen können. Ein Neuzugang kam im Sommer nur. Viele, ja, gute Spieler sind auch weggegangen von Club Italia. Hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet? Na, das ist ja dann das Problem, was ich gerade angesprochen hatte, dass es von heute auf morgen die Sponsoren weg sind. 2 wichtige Leistungsspieler sind vom Bord gegangen. Jetzt sind auch schon 2 nicht mehr gekommen. Das ist natürlich nicht einfach, denn die Spieler, sage ich mal, in der Liga dann auszugleichen. Wir haben zwar eine charakterlich gute Mannschaft, aber ich sag mal, die Spielstärke ist jetzt noch nicht die, die ich mir eigentlich erhofft habe. Trotzdem sage ich jetzt, mit der Mannschaft können wir mit allen anderen Mannschaften mithalten. Jetzt haben wir letztes Wochenende im Pokal, sind wir eine Runde weitergekommen, auch wenn mit Hängen und Würgen, aber wir sind weitergekommen. Da hat die Mannschaft, sage ich mal, dann schon wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt, auch wenn es jetzt nicht toll spielerisch war, aber du musst erst mal wieder zurückkämpfen und dann noch im Elfmeterschießen gewinnen. Ich denke mal, das ist für die Omeyans wichtig gewesen, dass wir da auch gesehen haben, so, jetzt haben wir die Negativserie beendet und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt eine positive Strecke vor uns haben. Beschreiben Sie doch aber mal gerade die Situation auch beim Training. Man hört, dass nicht so viele Spieler in der letzten Zeit beim Training waren. Haben denn die Jungs überhaupt noch Lust, wenn es kein Geld mehr gibt, keine Prämienzahlungen und man irgendwie sieht, es geht nicht weiter voran? Ja, ich versuche ja den Jungs zu sagen, ihr habt euch das hier ausgesucht. Das ist Sport. Sport, den muss man lieben, den muss man mit dem Herzen ausfüllen. Da muss man halt alles für geben. Auch wenn es jetzt gerade mal eine negative Zeit ist, wo man vielleicht jetzt nicht kein Geld bekommt. Deswegen sagte ich auch, müssen wir trotzdem versuchen, geschlossen hier aufzutreten, diszipliniert zu sein. Weil ihr macht es in erster Linie für euch, dass wenn ihr gute Leistung bringt, was ich gerade schon sagte, ihr denn gegebenenfalls in einer anderen Mannschaft im Winter oder vielleicht im Sommer, man weiß ja nicht, wie lange es noch geht, dann woanders hingehen könnt. Wir versuchen aber, oder besser gesagt, der Verein versucht ja alles möglich ist, sage ich mal, dass wir hier zusammenbleiben, dass es wieder in die richtige Richtung geht und das versuche ich der Mannschaft mitzuteilen. Ist natürlich nicht einfach, klar, das weiß ich selber, aber Sie haben ja heute gesehen gehabt, waren 18 Spieler, glaube ich, da gewesen. Die Tendenz ist wieder die richtige, sage ich mal, und wenn wir jetzt mal wieder, jetzt vor allen Dingen am Wochenende spielen wir gegen den Spitzenreiter, wenn wir da, sage ich mal, ein gutes Spiel machen, dann glaube ich schon, dass wir das so weit geschafft haben, dass wir erstmal bis zur Winterpause so weitermachen und dann schauen, was passiert. Mal sehen, wie lange es noch geht, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ihr Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Schon mal darüber nachgedacht, aufzuhören jetzt? Natürlich spielt man mit den Gedanken, was passiert, wenn jetzt hier, sage ich mal, es nicht weitergehen sollte. Und natürlich würde ich gerne weitermachen, weil Fußball ist, was ich immer wieder sage, mein Leben, 50 Jahre oder 51 Jahre jetzt mehr oder weniger auf dem Fußballplatz gestanden. Natürlich möchte ich weitermachen. In welcher Form, wo, wie auch immer. Erstmal bin ich ja jetzt noch hier und da versuche ich meine Arbeit so gut zu machen, wie es geht, halt, solange es hier weitergeht. Und dann wollen wir mal schauen. Wie gesagt, jetzt versuchen wir erstmal bis zum Winter weiterzumachen. Und was dann alles kommt, kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht sagen. Soweit kann ich noch in die Zukunft kicken. Okay, aber glauben Sie, dass der Verein die Kurve bekommt und dass ja, das Ganze dann auch sich auf den sportlichen Aspekt auswirkt und man da auch wieder nach oben kommt? Ja, ich hoffe es. Wir sind händeringend dabei, was ich eben schon sagte, suchen, machen und tun. Und wir werden sehen, was letztendlich am Ende des Tages dabei rauskommt. Jetzt im Moment, wie gesagt, sind wir gerade auf dem Weg in die richtige Richtung. Also wir als Mannschaft, ich mit meinem Trainer, mit meinem Co-Trainer und mit der Mannschaft. Und jetzt ist der Verein auch gefordert, da noch ein bisschen mehr Gas zu geben, dass so schnell wie möglich wir alle wissen, wo am Ende des Tages der Weg lang geht.